Hallo allerseits, da sind wir schon wieder. Ja, ihr Lieben, 21.30 Uhr ist unser gemeinsames Gebet und ich bekomme mehr und mehr Post, dass Leser im Kanal sind, die sagen, boah, es ist echt hart, es ist echt viel los und das ist wirklich alles schwer zu verarbeiten und bitte macht mehr spirituelle Arbeit noch. Ja, machen wir ja. Und wir werden das auch immer weiter so tun. Und heute werde ich im Abendgebet jetzt bei dieser Ansage zwei Dinge zusammennehmen, nämlich unser Gebet und Hildegard von Bingen. Ihr wisst, wer Hildegard hier diesen Podcast sich regelmäßig anhört. Sie beschäftigt sich mit den Lastern und den Tugenden der Menschen und mahnt und ruft auf zur Umkehr. Also löst euch von dem, was euch festhält, löst euch von dem, was euch schadet. Das sind Laster. Und hier im Abendgebet sprechen wir ja auch häufig über diese Dinge. Und ich möchte heute die Dinge mal zusammenbringen. Aus gutem Grunde, es ist ein langes Kapitel, aber es ist vor allem ein Kapitel von Hildegard von Bingen, das völlig in den Rahmen des Abendgebetes hineinfällt. Und zwar geht es um das Laster, das viele Menschen in der heute materialistisch geprägten Zeit fest im Griff hat. Das ist die Unbarmherzigkeit. Und der Unbarmherzigkeit gehören unter anderem noch an die Hartherzigkeit, die Rücksichtslosigkeit, die Verhärtung und die Erbarmungslosigkeit. Und wenn wir in unsere Gesellschaft schauen, dann können wir viel von dem jetzt entdecken. Die Menschheit wird kälter. Es hat viele Gründe und wir haben an dieser Stelle schon oft über die Gründe gesprochen. Ich möchte nicht jedes Mal wieder von der Bindungsforschung anfangen, von der Trennung der Mütter und der Kinder, von der Trennung der Familien, auch eben von der Verbildung an Schulen und Universitäten. Auf jeden Fall werden die Menschen auf der einen Seite zu Einzelkämpfern erzogen, ich und ich ganz vorweg, aber auf der anderen Seite eben auch zu Gruppentieren, die also schon in frühester Kindheit in Kitas gesteckt werden, um zu lernen, wie man in der Gruppe funktioniert. Und wie wir sehen, das funktioniert auch heute, nicht nur mit kleinen Kindern, sondern mit vielen Erwachsenen, die eine solche radikale Erziehung hinter sich haben, denn viele laufen im Gleichschritt mit dem Kommando von oben mit. Was steht der Unbarmherzigkeit gegenüber? Welche Tugend? Das ist die Tugend, an der es uns heute hinten und vorne fehlt. Und was viele vielleicht gar nicht mehr kennen, das ist das Mitgefühl. Und zum Mitgefühl gehört in diese Familie hinein die Barmherzigkeit, das Einfühlungsvermögen, die Weichherzigkeit und die Menschlichkeit. Die Dinge, das ist der Grund, warum ich das heute zusammenfasse, weil es passt genau. Und die Menschlichkeit, die Mitmenschlichkeit, die ist ungefähr das Wichtigste, weil liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn du möchtest, dass die Mitmenschen sich menschlich dir gegenüber verhalten, nachsichtig, einfühlsam, dann musst du auch so sein. Aber wie werde ich das? Wir sind ja so weit entfernt von all diesen wichtigen Tagestugenden, die wir jeden Tag leben sollten. Ja, und was ist Mitgefühl überhaupt? Hildegard, wir lesen wieder aus dem Buch von Wickard Strelow, die Psychotherapie der Hildegard von Bingen, Heilen mit der Kraft der Seele. Für diejenigen, die Hildegard normal sich nicht anhören, ganz kurz, Hildegard von Bingen lebte im 11. und 12. Jahrhundert und war eine Äbtissin, eine Nonne, die in Bingen am Rhein lebte und die Sehungen hatte, also
die im Gegensatz zu Wissenschaftlern und Forschern all ihr Wissen, und das ist so umfangreich und wird zu über 80% von der Wissenschaft bestätigt, aus dem Licht empfing. Also sie saß und durfte aufschreiben. Eine Gnade, ein Segen auch für die Menschheit. Und sie hat ja vieles aufgeschrieben. Sie hat Musik komponiert, aber sie hat eben auch die Wirkung der Heilkräuter aufgeschrieben, die Wirkung von Nahrungsmitteln, in welchem Zustand wir sie wie essen sollen, damit sie welche Organe wie beeinflussen und so weiter. Unfassbares Wissen. Und wir haben unser Leben so nach Hildegard eingerichtet und kommen damit wunderbar klar, wer ein Bewusstsein für sich, für sein Seelen- und Körperleben, also für beide Milieus entwickeln möchte, der kann das ja auf verschiedenerlei Weise tun. Wir stellen ja auch immer wieder ein, das wunderbare Buch von Christopher Vasey, Gesund durchs Chaos. Und er schildert aus seiner Sicht als Schweizer Naturheilpraktiker sehr ähnliche Vorgänge, wie Hildegard das eben auch schon vor zig hunderten Jahren gemacht hat. Ja, und Vikat Strelo hat das in unsere Sprache übersetzt und stützt sich auf sämtliche Aussagen von Hildegard von Bingen. Also, was ist Mitgefühl? Ohne Mitgefühl gibt es kein menschliches Zusammenleben. Das Glück und die Freude, ein Mensch zu sein, kann auf keinem anderen Weg besser gefunden werden, als durch die Fähigkeit, füreinander da zu sein. Hildegard nennt daher das Mitgefühl eine gute Medizin, quasi Mediziner, und meint damit, dass gute Worte und Taten starke Heilmittel sind. Das sind ja Dinge, die so wichtig sind, dass wir da mal hinterkommen, dass wir viel gesünder werden können, wenn wir nur unser Denken und Handeln verändern. Hier liegt der Schlüssel, Unheilbarkeit zu durchbrechen, weil das Mitgefühl neue Möglichkeiten auftut, die man allein nicht sehen kann. Heilende Worte beeinflussen unser Nervensystem und richten das erschöpfte Hormon- und Immunsystem wieder auf, sodass die körpereigene Apotheke Heilung und Umstimmung auslösen kann. Wir wissen heute von vielen Experimenten der Biophysik, wie sich durch gesprochene Worte die Energie des Wasser- bzw. Säftehaushalts im Körper erhöht und zu Heilung und Harmonie führt. Versteht ihr, wir reden ja auch immer darüber, die Angst bekämpfen, lasst sie gar nicht erst hochkommen, sondern beschäftigt euch mit schönen Sachen. Hier wird ja im Moment so viel im Internet erzählt über das, was alles bevorsteht. Und vieles davon stimmt wahrscheinlich auch, aber vieles auch nicht. Und wir dürfen uns den Kopf nicht vollmüllen lassen mit überflüssigen Angstsequenzen, die wir uns einhämmern lassen. Vor allem, leider ist es so, von Politikern, die auch noch Entscheidungen treffen, oder von den Beratern der Politiker, die also von Horrorszenarien im Moment reden. Meine Empfehlung ist, halte die Regeln ein, soweit es geht. Es gibt auch Leute, die bekommen Freistellung von Masken. Die haben zwar ein bisschen schwerer, aber wenn sie das auf sich nehmen wollen, machen. Aber ansonsten lebt euer Leben mit euren Lieben, mit euren Mitmenschen. Geht raus in die Natur, spielt mit den Kindern, mit den Tieren, redet mit den Bäumen. Geht barfuß über die Wiese oder durch die Erde. Nur das alleine gibt Stärkung und helft euch gegenseitig. Versucht so oft wie möglich die Maske runterzunehmen und lächelt die Menschen an. Wir kommen jetzt mehr und mehr unter Drucksituationen. Wenn ihr seht, da werden Risikogebiete wieder ausgerufen, wie Wien oder in Frankreich viele Ortschaften. Ja, dann ist es halt so. Wenn man nicht reisen muss gerade, dann sollte man es lassen. Ich würde jetzt auf keinen Fall verreisen, weil was weiß denn ich, wo irgendwas kundgetan wird. Also wenn es nicht sein muss, wenn es beruflich sein muss, okay, macht es, aber immer mit einer entspannten inneren Haltung. Nicht die Was-passiert-wenn-Maschine anschmeißen nach dem Motto, ja, und wenn ich dann unterwegs bin und dann kommt das alles, der Lockdown und dann komme ich in militärische Quarantäne.
lasst es einfach. Im Moment gibt es in Europa noch keine militärische Quarantäne. Es gibt sie nur in wenigen Ländern. Und da muss man sich dann halt drauf einstellen, auch wieder auf eine entspannte Art. Es kommt jetzt nur noch darauf an, wie ihr euch innerlich einstellt. Das ist so enorm wichtig, dass wir jetzt wirklich, wer es noch nicht drauf hat, anfängt zu trainieren, gute Dinge zu denken, sich mit schönen Sachen zu beschäftigen, mit der Musik, die ihr liebt, tanzt, singt. Zu Hause misst keiner eure Aerosole, die ihr ausstoßt beim Singen. Singt, bis ihr erschöpft in die Polster fallt. Und dann gönnt euch einen guten Tee oder einen Kerzenschein oder was weiß ich. Jeder hat doch seine Methoden, wie er sich irgendwie in die Entspannung bringt. Macht das. So, jetzt geht's hier weiter. In unserer westlichen Leistungsgesellschaft sind Barmherzigkeit und Mitgefühl leider Mangelware. Ein solcher Zustand, schreibt Hildegard, ist eine Folge der Vergnügungssucht, bei der jeder versucht, sein Leben auf Kosten des anderen rücksichtslos auszuleben. Der Preis ist allerdings sehr hoch, weil manche Menschen dabei innerlich verhärten. Der Unbarmherzigkeit, also dem Gegenstück des Mitgefühls, fehlt bereits die menschliche Gestalt. Sie ist nur noch nebulös vorhanden. Also was meine ich damit hier? Hildegard von Bingen hat immer Bilder dazu gezeichnet, der Tugenden und der Laster. Und das wird hier beschrieben, wie sie die Unbarmherzigkeit gezeichnet hat. Also, es gibt kein menschliches Antlitz. Diese Unbarmherzigkeit ist nur nebulös vorhanden, ohne Glieder, mit großen schwarzen Augen, die starr vor sich hin glotzen. Alles verhärtet, das Herz, die Adern, das ergibt dann Arteriosklerose, das Gehirn, also Zerebralsklerose und schließlich der ganze Mensch, Multiple Sklerose. Also, das sind die Gefahren, die, wer unbarmherzig ist, sich einfangen kann. Die Hartherzigkeit kann zu Autoaggressionskrankheiten führen. Die Hartherzigkeit gehört ja zur Familie der Unbarmherzigkeit. Also bei denen sich der Mensch, also bei den Autoaggressionskrankheiten, bei denen sich der Mensch lieber selber zerstört, als den Rest seines Lebens in einer eiskalten Atmosphäre zu leben. Die Hartherzigkeit spricht aus einer Rauchwolke. Weshalb soll ich für irgendeinen Verantwortung übernehmen? Da wäre ich doch ganz schön blöd. Ich werde mich für niemanden einsetzen, denn keiner kümmert sich um mich. Soll sich doch Gott selber um seine Geschöpfe kümmern. Warum lässt er so viel Grausamkeit zu? Ich kümmere mich nur um mich und jeder Einzelne soll doch sehen, wo er bleibt. Also das sind die Worte von Hildegard, wie sie die Unbarmherzigkeit zitiert. Die Hartherzigkeit blockiert nicht nur liebende Beziehungen zu anderen Menschen, sondern auch die selbstverständliche Fähigkeit, für andere Menschen in Not da zu sein. So verhärten nicht nur die eigenen Gedanken, sondern auch der Körper. Alle Organe und Gefäße können hart werden, verkalken und schließlich platzen. Gegen die eiskalte Rücksichtslosigkeit kämpft die Barmherzigkeit. Und die sagt: O du versteinertes Wesen, was schwätzt du da? Die Heilkräuter spenden mit ihren Blüten den anderen Pflanzen einen lieblichen Duft. Ein Edelstein wirft seinen Glanz auf den anderen. Die ganze Schöpfung hat nach Gottes Willen eine Sehnsucht nach Umarmung und Liebe. Ich bin mit Luft und Tau und aller Lebenskraft ein süßes Heilmittel für alle. Und mein Herz, so das Mitgefühl, ist voller Liebe für jeden Einzelnen, dem ich meine Hilfe anbiete. Ich war schon von Anfang an da, als das große Fiat, also es werde, die Schöpfung in Bewegung setzte. Allen Kranken helfe ich, bis sie gesund sind, weil ich für sie ein Heilmittel bin, so gut wie eine milde Salbe, sagt das Mitgefühl. Mitgefühl ist eine starke Seelenmedizin. Stellt euch mal vor, ganz kurz nur, die ganzen Pfleger in den Seniorenheimen,
wenn die kein Mitgefühl hätten mit den alten Menschen, die zum Teil leiden müssen, die zum Teil uralleine sind, niemand kümmert sich mehr um sie. Eine helfende Hand, ein liebes Wort, ein liebevoller Blick kann so viel Gutes tun. Ihr habt es ja gerade hier schon gehört. Kann das ganze innere Körpermilieu und das Immunsystem wieder aufrichten. Das müsst ihr euch mal vorstellen, über welche Kräfte wir gegenseitig doch verfügen. Aber wir wenden sie nicht mehr an. Ja, und dann wollen wir mal weiter hier noch lesen über die heilenden Worte des Mitgefühls. Eine Art Ohrendiagnose, um in den gesprochenen Worten die Ursachen der Krankheit zu ergründen. Das ist das Mitgefühl, eine starke Seelenmedizin. Daher ist auch eine Sprechstunde eine Gelegenheit, um sein Herz auszuschütten. Wer sich seinen Kummer von der Seele wegreden kann, ist schon halb genesen. Einfühlungsvermögen heißt das Heilmittel, die Kunst, durch Zuhören heilen zu können. Hildegard vergleicht diese Gabe mit einem Edelstein oder mit dem Duft der Kräuter, der über die Seele weht und heilt und sich gegenseitig ja auch befruchtet. Ja, und wir sprechen hier an der Stelle im Abendgebet auch immer wieder darüber, wenn jemand in eurem Umfeld in Not ist, vielleicht sogar gemein zu euch war, euch beleidigt hat und ihr seid sauer und ihr sagt, oh, den will ich jetzt gar nicht mehr sehen. Denkt in solchen Fällen einmal darüber nach, warum ist er so? Was hat er im Moment um die Ohren oder was fehlt ihm in der Persönlichkeit, weil er es als kleines Kind nicht lernen durfte, damit er jetzt stabil ist? Und es ist sowieso nie gut, im Streit irgendwie miteinander zu leben, auch wenn da ein paar Kilometer oder sogar ein paar hundert Kilometer dazwischen sind, sondern Seelenfrieden herstellen, vergeben. Und wenn es etwas gibt, wofür ihr euch entschuldigen müsst, tut es. Niemandem fällt ein Zacken aus der Krone, wenn er sich für etwas entschuldigt, was er falsch gemacht hat. Das müssen wir lernen. Wir müssen die Größe haben, zu sagen, es tut mir leid, wenn ich dir wehgetan habe. Und dann ist es wichtig, von der Vergebung in die Versöhnung zu kommen, damit ihr diese Seelenlast abgeworfen habt und weitergehen könnt. Und eure Energien für gute Dinge benutzt. Aber ich merke, ich schweife schon wieder. Hier gibt es noch viel zu lesen. Ja, und wer innerlich falsch steht, der wird krank. Und das ist das, was Hildegard in diesem Buch so unglaublich gut beschreibt. Und das, ich muss es heute einfach hier alles mit ins Abendgebet nehmen, damit auch diejenigen, die sonst Hildegard nicht hören, einfach erfahren, wie wichtig es ist, dass wir jetzt in dieser Phase, wo die Mikrobe das Zepter schwingt, zu uns kommen und lernen, uns von den falschen Mustern zu befreien. Weil sonst werden wir seelisch krank und körperlich krank. Und sie sagt, die Unbarmherzigkeit und Gleichgültigkeit sind mit der Erkrankung des autonomen Nervensystems in der Region der Halswirbelsäule, ganz speziell mit Schäden am vierten Halswirbel verbunden. Diese Nervenregion kontrolliert das Geschmacksorgan, das Sprechen und die Nebenhöhlen sowie die Durchblutung des Kopfes. Bei Fehlstellung können Geschmacksverlust, Heuschnupfen, Katarrhe, Zysten und Polypen mit Kopf-, Zahnschmerzen oder Trigeminusneuralgien ausgelöst werden. Und vom Ursprung der Unbarmherzigkeit sagt sie, der Zeitgeist versucht, die Menschen zur Unbarmherzigkeit zu überreden und treibt sie an, auf Kosten der anderen ihre eigenen Vorteile zu suchen. So zerfällt die Welt in sehr Arme und sehr Reiche. Hartherzigkeit ist eine üble Kraft, die nach innen zielt und schließlich den ganzen Körper autoaggressiv zerstören kann. Es kann das Leben kosten, wenn Hartherzigkeit einen Schlaganfall, Herzinfarkt oder Krebs auslöst. Ja, und zu Symbol und Symptomen der Unbarmherzigkeit heißt es, die Schulmedizin kennt über 20.000 Krankheiten, die eine autoaggressive Ursache haben. Es handelt sich hierbei um eine Form von innerem Selbstmord.
wenn das Leben zur Hölle geworden ist und der Mensch den Ausweg in einer tödlichen Krankheit sucht. Wir müssen uns darüber klar sein, dass wir uns durch unsere eigene Reaktion selbst in höchste Gefahr bringen und unsere Gesundheit, Vitalität und Lebensfreude aufs Spiel setzen. Hildegards visionäre Sprache lässt keinen Zweifel an diesem gefährlichen Abenteuer aufkommen. Erstaunlicherweise hat Hildegard in ihrem medizinischen Lehrbuch Causae et Curae die ganze Kettenreaktion der Autoaggression als Folge einer Explosion beschrieben, bei der uns der Kragen platzt und die Galle überläuft. Dabei wird in der Leber so viel Galle ausgeschüttet, dass sie den ganzen Körper übersäuert, entzündet und zerstört. Weil dieser alte Spruch, der wird sauer, da ist aber einer sauer geworden, der hat natürlich eine viel tiefere Bedeutung. Denn das ist genau das, wenn die Galle überläuft, wenn man sauer ist, wenn man hartherzig ist gegen andere. Das macht was mit eurem Körper. So viel Basika könnt ihr gar nicht nehmen, so viel Löwenzahn-Elixier könnt ihr euch gar nicht ansetzen, um eure Leber und Galle wieder zu heilen, wenn ihr nicht aus den Mustern rauskommt. Ich spreche ja jetzt nur zu denen, die sich angesprochen fühlen. Aber der Mensch neigt dazu, in diesem Fall jetzt andere Gesichter zu sehen, also aus seinem Umfeld. Das meine ich übrigens aber gar nicht, dass ihr das jetzt tun solltet. Sondern guckt in den Spiegel und überlegt, an welchen Stellen ihr sauer werdet oder unbarmherzig oder hartherzig, weil man ist nicht generell unbarmherzig, sondern man ist es manchmal. Und man ist auch nicht generell hartherzig. Doch, es gibt schon so ein paar Typen. Ich kenne auch ein paar. Aber manche sind es an mancher Stelle nur. Und da setzt jetzt die Eigenvorsorge an, dass man jetzt nicht, während ich euch das hier vorlese, die Bilder seines ganzen Umfeldes durchgehen, so, oh ja, der und die und so, klar, ach, deswegen haben die auch die und die Krankheiten. Stopp, stopp, stopp. Niemanden verurteilen, immer nur vor der eigenen Haustüre kehren. Das ist das Allerbeste, damit diese Welt endlich besser wird. Ja, und weiter heißt es hier, wenn die menschliche Seele fühlt, dass sie selber oder ihr Leib verletzt werden, also Kränkungen, Verletzungen, Gemeinheiten, Schicksalsschläge, ziehen sich das Herz, die Leber und die Gefäße zusammen. Dabei erhebt sich um das Herz herum eine Art von Nebel und hüllt das Herz in Dunkelheit. So wird der Mensch traurig. Nach der Trauer aber erhebt sich der Zorn. Lässt der Mensch den Zorn nicht zum Ausbruch kommen, sondern findet sich stillschweigend damit ab, dann beruhigt sich die Galle wieder. Wird er aber zornig, dann dehnt sich der Zorn zur Schwarzgalle aus, bringt sie in Unruhe, sodass sie einen tiefschwarzen Nebel aussendet. Dieser zieht zur Galle und quetscht aus ihr ein äußerst bitteres Gas, Stickstoffoxid, heraus. Beide steigen zum Kopf auf und zerstören die Nerven. Dann ziehen sie sich zum Bauch, durchbohren seine Därme, es gibt also einen porösen Darm, und führen ihn in Lebensgefahr, also Autoaggression. So kommt der Zorn unbewusst zum Ausbruch, denn durch den Zorn rast der Mensch heftiger wie durch irgendeine andere Geisteskrankheit, so nennt sie das hier. Auch verfällt der Mensch durch den Zorn in die Selbstvernichtung. Nun kann sich der Darminhalt mit den Allergenen, Bakterien, Viren und Parasiten ungehindert ins Blut gelangen und eine fürchterliche Selbstzerstörung auslösen. Das Abwehrsystem produziert hochaggressive Waffen, um die eindringenden Feinde Tag und Nacht zu beseitigen. Diese Waffen werden ins Blut abgegeben und durch den ganzen Körper transportiert. Es gibt keine einzige Körperzelle, die nicht durchblutet wird und dadurch autoaggressiv zerstört werden kann. Diese Krankheiten, so heißt es, gelten in der Schulmedizin als unheilbar, weil man meistens nur die äußerlichen Symptome bekämpft, ohne die zugrunde liegende Ursache zu beseitigen.
Ganz abgesehen davon, dass die seelischen Störungen unberücksichtigt bleiben. Dadurch werden die Krankheiten immer gefährlicher, weil unterdrückte Symptome eine starke Kraft haben und an anderer Stelle mit Gewalt wieder aufbrechen können. Noch schlimmer eine Krebsoperation, wobei der Tumor entfernt wird, aber der Brandherd der Seele weiterhin brennt. Ja, und jetzt werden hier noch viele Sachen beschrieben, was da so alles eintreten kann. Das lese ich jetzt aber alles nicht vor, weil ich auch diejenigen, die Hildegard sonst nicht hören, nicht überfordern möchte. Aber ich habe dieses Kapitel herausgesucht für euch, auch eben für unser Abendgebet, um aufzuzeigen, wie wahnsinnig wichtig es ist, dass wir jetzt in eine gesunde geistige Haltung kommen, indem wir wirklich unser Verhalten optimieren, sagen wir mal so. Die spirituelle Heilung, die wird hier folgendermaßen beschrieben. Mitgefühl lernt man am besten in einer Fastengruppe, wo jeder in einer vertrauensvollen Atmosphäre seine Leidensgeschichte erzählen und loslassen kann. Hierbei werden Zusammenhänge klar, mit denen man sich bisher vergeblich abgequält hat. Das Mitleid hat aber dort seine Grenzen, wo versucht wird, es mit seiner Leidensgeschichte zu erzwingen. Besonders bei alten Geschichten, die jahrelang zurücklegen, wird es Zeit, endlich einen Schlussstrich zu ziehen. Hier kann falsch verstandenes Mitleid sogar Öl ins Feuer gießen und die Heilung verhindern. Beschäftigen Sie sich mit den bereits zitierten heilenden Worten des Mitgefühls. Also das ist das Hildegard-Gebet zum Mitgefühl. Und das geht so. Ich bin mit aller Kraft ein süßes Heilmittel für alle und mein Herz ist voller Liebe für jeden Einzelnen, dem ich meine Hilfe anbiete. Ich war schon von Anfang an da, als das Große, es werde, die Schöpfung in Bewegung setzte. Allen Kranken helfe ich, bis sie gesund sind, sagt das Mitgefühl, weil ich für sie ein Heilmittel bin, so gut wie eine gute Salbe. Ja, und das Mitgefühl in Aktion, da heißt es, da gibt es 7 Regeln, die hier aufgeführt werden, 7 Regeln der Barmherzigkeit. Und die Worte lauten hier, wir haben uns so an den Sozialstaat gewöhnt, dass unser eigenes Verantwortungsbewusstsein auf ein Minimum zusammengeschmolzen ist. Der Staat soll doch sehen, wie er damit fertig wird, mit den Alten, mit den Kindern, den Arbeitslosen, Ausländern, Kranken, Obdachlosen, Gefangenen. Jedes Naturvolk hat sich um die Schwachen und Kranken gekümmert. Nur in unserer modernen Gesellschaft soll alles vom Staat geregelt werden. Damit wird aber die Behandlung viel teurer und am Ende schließlich unbezahlbar. Das Leben läuft am besten mit dem richtigen Denken und Handeln nach den 7 Regeln der Barmherzigkeit, die in dem göttlichen Gesetz zusammengefasst sind. Und da heißt es erstens, hungrige speisen, Durstenden zu trinken geben, Nackte bekleiden, Obdachlose beherbergen, Kranke heilen, Tote begraben und Gefangene befreien. Ja, das hat natürlich tieferen Sinn. Das ist jetzt ein bisschen kurz zusammengefasst. Es ist sehr wichtig, dass wir natürlich jetzt nicht auf die Straße gehen, alle Obdachlosen einsammeln und mit nach Hause nehmen. Das ist damit auch nicht gemeint, sondern gemeint ist damit, dass wir unser Bewusstsein für all diese Fehlstellungen in der Gesellschaft öffnen. Und wir sprechen von Mitgefühl, nicht von Mitleid. Ein Gefühl zu entwickeln für das Leid der anderen, aber nicht mitleiden, weil damit helft ihr niemandem, sondern das Ganze fruchtbar in sich aufnehmen und je nach Situation zu versuchen zu helfen. Also ich kann mich erinnern, das ist schon lange her, ein paar Jahre, 3-4 Jahre, da sind wir in Hamburg unterwegs gewesen und da saß ein Obdachloser an der Straße, hatte den Hut vor sich stehen und wir kamen aus dem Theater mit einer riesen Gruppe von Menschen. Das Theater war halt aus und alle strömten raus. Und mein Sohn war dabei und
wir gingen an diesem Obdachlosen vorbei und ich dachte die ganze Zeit, ich müsste ihm jetzt was geben. Und dann waren wir schon vorbei und da habe ich gesagt, Mensch, ich hätte ihm eigentlich gerne jetzt was in den Hut da gelegt. Und dann sagte mein Sohn, nee, es ist besser, wenn wir ihm was zu essen kaufen. Ich sagte, das glaube ich dir nicht. Das wird er nicht wollen. Die wollen doch Geld haben. Und wir waren gerade an so einer Imbissbude und da ging er hin, mein Sohn, und kaufte ein belegtes Brötchen und ein Wasser, brachte es zu dem Mann hin und der war so dankbar. Und da wusste ich, ich hatte den falschen Blick drauf, ich hatte das nicht gesehen. Mein Sohn hatte das gesehen, dass der Hunger hat. Wie, weiß ich jetzt nicht. Und ich meine, das ist jetzt ein ganz gutes Beispiel, wo man ad hoc im Moment einfach reagieren kann und sich auch so programmieren sollte. Denn dieses Programmieren ist sehr wichtig. Wenn ich nicht programmiert bin und wenn ich mir nicht mal klar mache, dass auch ich Teile von Hartherzigkeit oder Unbarmherzigkeit in mir habe und das einfach ignoriere, dass es solche Untugenden gibt, dann werde ich im entscheidenden Moment, wo ich wirklich etwas tun kann für jemanden, das nicht spüren. Aber wenn ich mich so programmiere und sage, es ist wichtig, auf die anderen zu schauen, Mitgefühl zu haben. Das muss gar nicht in anderen Ländern sein, wo Menschen noch viel mehr leiden. In armen Ländern beispielsweise, haben wir heute Morgen im Podcast drüber gesprochen, wie die Welt jetzt wirklich eingeteilt wird in arm und reich oder schon lange eigentlich. Ja, aber dass wir uns ein Gefühl dafür entwickeln und nicht einfach im Fernsehsessel sitzen und so, hoch, die NATO, die bombardiert schon wieder irgendein Land, da schau mal her. Die NATO, das sind auch wir. Ich meine, wir zahlen unsere Beiträge da rein. Unser Land ist beteiligt an solchen Angriffen. Und genauso müssen das nicht große Kriegseinsätze sein, sondern jetzt im Zuge der Mikrobe, wie viele Menschen leiden. Die Alten in den Seniorenheimen, wenn sie keinen Körperkontakt zu ihren Verwandten, Kindern, Enkelkindern haben dürfen. Oder die Kinder mit der Maske. Entwickelt mehr Gefühl, Mitgefühl. Versucht euch einfach da rein zu versetzen, dass ihr in der Situation seid. Und das ist ein Training. Die Bewusstmachung, dass es um andere Dinge geht, als durchs Leben zu hetzen, Geld zu verdienen und irgendwie alles zu überstehen. Wir müssen wieder zueinander finden, damit wir uns in den bevorstehenden Zeiten, die nicht rosig werden, gegenseitig helfen. Aber wer jetzt darauf wartet, dass die anderen die Hand reichen und helfen, der wartet lange. Geht mit gutem Beispiel voran. Und ihr werdet sehen, der Segen kommt zurück. Und wenn er nicht sofort zurückkommt, gebt bitte nicht gleich auf, sondern bleibt dran und macht weiter. Das ist es, worum es jetzt geht. Lasst uns, wenn wir heute beten, um 21.30 Uhr ein tiefes Gefühl entwickeln von Barmherzigkeit, für ein Mitgefühl für diese Welt, für leidende Menschen und Tiere. Und lasst uns viel, viel Licht, das uns durchströmt, auf alles und alle richten und beten, Herr, mach diese Welt gesund und heile die Seelen. Amen.